Wrestler! Der Wrestler! Yeah! Und in der gelben Ecke... Ja, es gibt eine gelbe Ecke. Da haben wir... jede Menge Skorpione! Warte, was? Wer hat denn was gesagt von... Kämpf! Das scheint kein fairer Kampf zu sein. Tun wir uns doch zusammen und kämpfen erstmal gegen die Skorpione. Offenbar gehen Arachnido und Russell schnurstracks auf die Skorpione zu. Warum heißt er eigentlich so komisch Namen? Hätte er nicht einfach El Spido heißen können, Alter? Wie läuft's da drüben? Easy. Tja, zumindest haben die Zuschauer ihren Spaß. Also, machen die gerade nichts weiter als Schädlingsbekämpfung, ne? Was mir beigesagt. Die von zu Hause aus zuschauen. Ja, das ist natürlich wichtig, ne? Das wird gar nicht live übertragen, stimmt's? Ich glaube nicht. Wenn ich den Kerl zu fassen kriege. Wie viele von diesen Dingern sind das eigentlich? Yay, weiter geht's. Wuhu, noch mehr Skorpione. Kann ich einfach Spider-Man verprügeln und dann war's das? Unser dynamisches Duo macht kurzen Prozess mit den Skorpionen. Aber wo die herkommen, gibt's noch mehr. Ja, das merke ich schon. Ich muss noch 18 Stück besiegen. Skorpione. Wow. Okay, ich erfahre gerade, dass das unter Umständen unsere letzten Skorpione sind. Ja. Also verabschiede ich mich hiermit. Ja. Dieser Miese. Ach, vergessen wir den. Lass uns die Sache hier zu Ende bringen. So. Noch ein Mondskorpion. Da ist er. Bam! So, jetzt komm her, du kleine Wicht. Ich glaube, wir haben alle erledigt. Gute Arbeit, Amigo. Schade, dass der Skorpion-Typ abhauen konnte. War ja klar. Ich muss allerdings sagen, dass du und ich ein ziemlich gutes Team abgegeben haben. Wenn du das irgendwann mal wiederholen willst, meld dich bei mir. Mag tolle Sachen. Cool, neuer Spider-Man freigeschaltet. Nice. Kann ich dich jetzt so verprügeln oder ist der Zug abgefahren? Er ist einfach gestorben. Ja, es macht Sinn. Wuhu! Up to the next mission! So, seid ihr bereit für die zweite Prüfung? Jo! Also, so. Ups. Natürlich ist das doof. Aber wenn wir dafür den Splitter bekommen, schlucken wir eben unseren Stolz runter und springen. Die zweite Prüfung erfordert Stärke. Der Nexus-Splitter ist eine Quelle großer Macht. Nur wer stark genug ist, ihn zu kontrollieren, dem darf er anvertraut werden. Okay. Außerdem sehe ich mir gerne Gladiatorenkämpfe an. Tretet gegen die Feinde an, die ich euch entgegenstelle, und beweist euch. Okay. Dann soll der Kampf beginnen. Denkt daran, das große Reich des alten Ägyptens übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden, die während der Prüfung entstehen. Also, das ist ja mal eine Prüfung, mit der ich etwas anfangen kann. Wenn es um unsere Stärke geht, würde ich sie gerne beweisen. Tor, nicht so laut, Alter. Passt bei denen gut auf, die sind besonders furchterregend. Wo willst du denn hin? Habe ich nicht erwähnt, dass die Prüfung nicht unterbrochen werden darf? Ja, sorry, ich wollte mich nur mal ein bisschen umgucken, ein bisschen was ducken. Jetzt, ich muss jetzt einfach nur diese Dinger hier vermöbeln? Wer ist es nicht? Deine Begeisterung gefällt mir. Tja, schön, dass er Spaß hat. Ja, ich bin wenn die so letzte begeistert, Prüfung Alter. So einfach ist, gehört der Nexus-Splitter uns, bevor du mit langen Haaren hast du mir besser gefallen sagen kannst. Exzellent. Eine bewundernswerte Demonstration von Stärke. Ihr habt die zweite meiner Prüfungen bestanden. Doch ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus, denn die dritte Prüfung wartet. Yay, noch ein Steinchen. Die dritte Prüfung findet in diesem Grabmal statt. Wenn ihr euch gestärkt habt, geht hinein und erweist euch des Nexus-Splitters als würdig. Fast geschafft. Nur noch eine Prüfung, dann haben wir den Nexus-Splitter im Sack. Okay, aber wo ist jetzt Thor nochmal gewesen? Ich würde es gerne wieder mit Thor spielen. Ah, dann ist er. Ich bin Thor, Odins Sohn und erster Anwärter auf den Thron Asgards. Jo, wir haben's geschnallt. Let's go!
Dies ist die einzig wichtige Nachrichtensendung, denn es ist die letzte in Manhattan. King! Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Thor einen Nexus-Splitter im altägyptischen Bereich von Chronopolis sucht. Scheinbar hat der Pharao dort nichts für King übrig und lässt unsere Helden in die Grabstätte, in der ein Fragment ist. Für diejenigen von euch, die hinterm Mond gelebt haben, die zusammengesetzten Nexus-Splitter werden im Kampf gegen King hilfreich sein. Dieser Pharao scheint ein netter Typ zu sein. Ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ich denke also, unsere Helden werden diesmal keine Probleme haben. Ihr auch? What? Ich fürchte, ihr seid in dieselbe Falle getappt wie wir. Ich, Horus, betrat die Pyramide, um eine Störung der Grabstätte zu untersuchen. Aber ich komme nicht weiter. Netter Hut. Es gibt keinen Zugang zu den tieferen Ebenen. Hulk nicht aufgeben. Hulk machen Zugang. Hulk! Ah! Alle wohl auf! Hier drin, Captain! Ja. Ich lebe! Alles klar! Dann müssen wir eben getrennt weitermachen. Lasst uns den Splitter finden! Danke für eure Hilfe, Avengers. Mit eurer Hilfe ist es vielleicht möglich, aus dem verfluchten Grabmal zu fliehen. Hey, schon in Ordnung. Kennen wir uns? Das ist Horus. Er ist sozusagen ein hohes Tier in der Realität, aus der er stammt. Der Doktor hat mir von eurem Kampf gegen Kang erzählt. Ich möchte euch wirklich gerne helfen. Schön, dich in unserem Team zu haben, Horus. So, kann ich hier was machen? Ah, und dann muss ich das Ding hier drehen. Ah, ich verstehe. Alter! Ah, und hinten brauche ich Hulk, okay. Überlass das mir. Wen muss ich das überlassen? Irgendeine Frauenstimme habe ich gerade gehört. Das war doch Captain Marvel, oder nicht? Achso, oh, die kann das öffnen? Na gut, stimmt ja. Captain Marvel kann ja alles. Da war ja was. Okay, Torboy dafür. Torboy. Alles klar. Er hat ein Bifrost beschworen, um da durchzukommen? Im Ernst? Okay, da hier brauche ich einen anderen Charakter. Holt mich hier raus! Stanley, my boy! Hier brauche ich Dr. Strange, okay? Hier brauche ich auch nochmal Dr. Strange. Es gibt wohl noch Dinge in der Welt der Sterblichen, die ich nicht verstehe. Was für eine Scheiße. Komme ich hier irgendwie woanders weiter? Ich meine, warum komme ich hier hin, wenn ich hier nichts machen kann? Ja, ja, ich hab's geschnallt. Kann ich mit ihr durch? Nee, ne? Nee, sie kommt da nicht durch. Warte mal, ich könnte mal hier hinten lang gehen, ne? Bevor ich da oben lang gehe, gehe ich erstmal hier lang. Ah, Dr. Strange, okay. Boah, jetzt geht das wieder los. Diese Symbole an der Wand. Glaubst du, die könnten unser Weg nach draußen sein? Ja, das glaube ich. Meine Magie ist an diesem Ort begrenzt, aber vielleicht kann ich helfen. Nee, du kommst dort rein. Jetzt habe ich die Haarbürste, die kommt dort rein. Jetzt habe ich den Stab, der müsste dort reinkommen. Was, den kommt dort rein. Fick dich. Habe ich die jetzt einfach verkehrt rum reingesetzt? Müssen die so rum rein, oder?
Prüfen wir es einfach mal so rum. Ja, einfach nur verkehrt rum reingesetzt. Alles klar. Easy peasy. Noch eine Wand? Wir sind immer noch gefangen? Nicht unbedingt. Diese Wand ist anders. Ich glaube, meine Magie greift hier. Gut gemacht, Doc. Und weiter. Wo gehen wir jetzt hin? Carol? Bist du das? Steve, wir kommen nicht weiter. Seht ihr auf eurer Seite einen Schalter oder etwas in der Art? Vielleicht. Warte mal. Anscheinend war vor uns schon jemand hier und wollte schnell verschwinden. Halt! Nicht mag diesen Ort. Geht mir genauso, Großer. Sehen wir uns um. Erstmal alles kaputt schlagen hier. So. Erstmal wieder ein paar ordentliche Punkte. So, Captain America. Müssen wir ein bisschen was basteln. Hiermit könnten wir vielleicht etwas Nützliches zutage fördern. Hab ich mir gerade echt einen Käfer gebaut, Alter? Na gut, warum nicht, ne? Aha. Ein bisschen Graben. Top. So, jetzt einmal runter. Hui. Ach, das ist doch das TNT, nicht wahr? Kann ich hier irgendwas machen? Ich meine, das ist ein Zünder, das sehe ich, aber ich muss noch irgendwas damit in Luft jagen, oder nicht? Bräuchte ich noch TNT? Kann ich rüberwechseln zu den anderen Charakteren? Nein, kann ich nicht. Ah, ich hab was vergessen da oben. Ah, okay. Hab's gesehen. Hulk, mach die Fliege! So. Runter. Nicht, dass der Käfer näher drauf geht, wenn ich ihn hier in die Luft jage. So, machen wir noch ein bisschen TNT. Ich wusste es, TNT! Hulk, willst du da nicht wegkommen, sonst jage ich in die Luft. Ah, drauf geschissen. Das war etwas lauter als erwartet. Das muss am Echo hier drin liegen. Oh! Es bedarf einiges mehr, um mich in Schach zu halten. Pass gut auf, wo du hintrittst. Scheiß Insekt, ich geb dir kritisch ins Gesicht. Easy. Okay, den 18 Sachen Fahrkette kaputt machen? Nee, kann ich anscheinend nicht, okay. Kann ich noch was kaputt machen? Ah ja, ich kann kaputt machen. Bisschen Money. Leute, ich sehe gerade, dass ich halt tot bin. Ups. So, jetzt einmal links oben gegen und dann rüber. Ich glaube, Hulk konnte nicht schwimmen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Aber ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Irgendjemand stirbt hier die ganze Zeit. Ich höre das Ganze im Hintergrund so. Ich höre irgendjemanden sterben die ganze Zeit. Nur keine Ahnung, wer hier die ganze Zeit stirbt. Aber irgendjemand stirbt hier die ganze Zeit. Könnt ihr das auch hören? Nein! Als ob. Ich weiß, ich hab's geschnallt. Oh. So. Tada! Nein! Schweigen ab. Ich back mich aber heute auch durch dieses Spiel durch, ne? Also, jetzt mal ganz ehrlich.
Das kann ich bestimmt noch gebrauchen. Mehr ist es nicht? Ach so, hier unten ist ein Boot. Ich dachte, hier wäre Wasser. Okay, ja gut, dann, Hulk, herkomm. Smash! Jetzt wird Hulk aber sterben, oder? Oh nee, stimmt, er konnte ja schwimmen, stimmt. Aber warum ist er denn letztes Mal draufgegangen? Komm schon! Geh drauf! Geh jetzt drauf! Geh doch! So, die ganzen Steinchen einzusammeln. Oh oh. Ich glaube, wir bekommen Gesellschaft, Hulk.